Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warship Spieler. Und heute spiele ich mal mit der Furutaka. Ich hatte schon länger vor, mit dem Schiff ein Video zu machen. Aber, naja, die Runden, wenn ich aufgenommen habe, liefen nicht gut. Und wenn ich nicht aufgenommen habe, liefen sie fantastisch. Warum ich dieses Schiff liebe, ist es einfach auch ein gutes Schiff, um andere Leute in Brand zu setzen. Dann haben wir noch Jäger, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich liebe diese Torpedos auf 10 Kilometer Reichweite. Werden häufig unterschätzt. Ich habe meistens so, es gibt ja manchmal so ein Rudelverhalten in diesem Spiel bei einigen Leuten. Und wenn sich so eine Gruppe bildet, dann visiere ich den Vordersten an, schieße drauf. Der Vorderste weicht aus, die haben auch eine große Streuung bei 10 Kilometer. Kann man leicht ausweichen. Das Problem oder das Gute daran ist meistens, die anderen Leute kennen entweder das Schiff nicht oder vernachlässigen das oder achten nicht so drauf. Die denken sich auch, auf den Kollegen wird geschossen, die kommt nicht zu mir. Doch, kommt da. Ich habe es schon mehrfach gehabt, das war echt cool. Ich habe die Schiffe zwar nie versenkt mit meinen 1-2 Torpedos, wenn sie mal getroffen haben, aber macht Schaden, bringt Punkte. Und macht Spaß. Ich freue mich, wenn ich treffe. Da freue ich mich doch sehr drauf. Ich liebe es generell, mit Torpedos zu spielen. Finde ich einfach super. Wir sind nicht allein. Wurden entdeckt. Was haben wir für eine Reichweite? 13,9. Nicht so weit, aber Erkennbarkeit so 12,2. Habe ich gesagt, 13, und habe ich gesagt, ne? Genau. Hinten, ja, quasi mal. Oh, das war's. Sind trotzdem noch entdeckt. Ich gehe davon aus, dass hier irgendwo noch ein Zerstörer rumlungert. Aber ein guter Schuss. Hat er gut gemacht. Bestimmt Zitadelle getroffen und dann einfach drauf und weg. Ist egal. Weg ist weg. Och, eine Miyogi. Eine Miyogi. So. Möchtest brennen. Nachladezeit. Na gut, ist jetzt kein Kreuzer, ne? Dauert nur. Doch, ist ein Kreuzer. Das laber ich da. Aber die Omaha ist ein bisschen schneller. Was das angeht. Er zielt nicht auf mich, aber was anderes hat auf mich gezielt. Brennt. Er zielte auf mich und wir drehen mal ein bisschen ab. Ich habe jetzt keinen Bock, mich da... Oh, scheiße, wir können mal Folgendes machen. Einfach mal Spaß rauslassen und abdrehen. Abdrehen. Ah, hier ist schon Ende. 4 Torpedos kommen hier raus. Oh, jetzt trifft er mich. Verdammte Axt. Oh, wer hat denn da schon welche geschickt? Gas, Gas, Gas umdrehen. So. Ja, die treffen nicht, aber ich weiß nicht. Jetzt wird er, glaube ich, nicht drauf machen. Oder nicht drauf achten. Naja, doch, achtet drauf. Der wird einfach jetzt bremsen. Aber der sieht gut aus, der eine. Der sieht wirklich gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Ach, scheiße, geil. Siehst du? Seht ihr? Es freut mich. Ich hab's nicht versenkt. Oh. Ja, fuck. Oh, 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 oh. Dass ich da nicht drauf achte, mein Fehler, sorry. Ich hab verpennt. Ein Torpedo hat getroffen, ich find's lustig. Na, er ist weg. Jetzt haben wir das Problem. Ja, jetzt kriegen wir einen ab. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt.
Kurz vor mir hat er aufgehört. Ach, was für ein Glück wir doch haben. Eine Wyoming. Wir müssen aus der Reichweite raus. Die hat ganz viel Munition. Ah, gehst du weg. Ah, wohl, wir können ja nochmal. Auch da nochmal einen Haufen Torpedos. Die Wyoming ist nicht die schnellste. Ich hasse das Schiff. Brennt der schon mal. Brennen ist gut. Ich liebe alles, was brennt. Ah, da kriegen wir schon wieder was ab. Ah. Zack. Das war ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. So, wir drehen ab. Das war's. Wir drehen ab. Haben leider hinten nur eine Kanone. Ich will jetzt hier schon wieder den Typen vor die Flinte fahren. Blockieren komplett. Ja, jetzt kommt mein Untergang. Jetzt kommt mein Untergang. Wuhu, wir leben noch. Und an... Ja, Torpedos sind vorbei. Aber nicht so wichtig. Wenn es den Gegner beschäftigt, freut es mich doch auch. Ich finde, das ist ein nettes Gimmick. Ist kein Must-Have jetzt bei dem Schiff. Bei der Furutaka. Und schon wieder in Brand gesteckt. So, wir fahren mal ein bisschen weg. Ja, wurde 1926 gebaut, die Süße. Gab es nur zwei Stück von und wurde als Aufklärungskreuzer benutzt. Hält einfach nicht viel aus. Er will die Punkte machen. Sorry. Ey, was für eine Glücksrunde. Was für eine Glücksrunde. Echt. Die macht Spaß. Also, wir haben nicht mehr viel. Fast 2000 HP. Und das Video geht bestimmt gerade mal 5 Minuten. Aber es macht Spaß. Also es ist, die Furutaka macht Spaß. Also die macht mir Spaß. Und das ist ja wichtig. Ist nicht das, denke ich mal, also es hält, sie hält nicht viel aus. Das habt ihr ja gesehen. Wenn da jemand mit AP-Munition auch mit 5er Schiffe draufballern, das geht schon ganz schön. Da geht das Schiff schon weit runter. So, ich überlege jetzt. Gehen wir damit in den Kampf gegen den König. Das ist ja das ein bisschen. Die Reichweite wäre noch ein bisschen besser. Das wäre, hätten sie mal ein bisschen. Also, wenn die Reichweite noch ein bisschen besser wäre, wäre es auf jeden Fall hübscher. Ne? Unser Team hat die Führung übernommen. Torpedos auf Backbord. Ja. Ach komm, gegen den König. Im Brand stecken, umdrehen. Das ist so gerade mein Plan. Wenn es klappt. Drehen wir mal. Er dreht auch. Er dreht auch. Oh, eingetroffen. Kann mit leben. Und dann nochmal. Wir müssen auf Distanz gehen. Torpedos auf Backbord. Oh, drüber. Drüber. Torpedos auf Backbord. Ah, gehst du weg. Pfui Teufel. 831 HP. Nice. Ja. Ah, weg, 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 weg. Ah, scheiße. Naja. War eine spaßige Runde. Also ich habe meinen Spaß gehabt. 47.000 Schadenspunkte. Ist schon mal mehr als unsere HP. Wir haben nur 30, sagen wir mal 31 aufgerundet. Ja, also ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr. Ich habe schon deutlich mehr Schaden mit diesem Schiff gemacht. Aber trotzdem, es hat nein Spaß gemacht. So, und die Runde müssten wir auch gewinnen. Also wenn wir letztes nicht gewinnen. König ist angeschlagen. Arkansas, naja. Da wird vielleicht die Arkansas verlieren, wenn er keine Verstärkung erhält. Aber die König hat Verstärkung. Die Karlsruhe ist angeschlagen. Das andere Schiff war gerade auch angeschlagen. Aber wir haben keinen Zerstörer mehr.
Ja, war ein Flugzeugträger und wäre cool, wenn der Flugzeugträger doch hier die König jagen würde. Oder den Zerstörer, die Mini KC. Aber ich denke mal, die Runde gewinnen wir. War jetzt nicht die beste Runde, die ich bisher gespielt habe mit der Furutaka, aber war eindeutig unterhaltsam. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Nehmt es mir nicht übel, wenn nicht so häufig Folgen rauskommen, weil wie gesagt, das ist World of Warships ist ein Spiel, das nicht von der Platte kommt. Ich spiele es immer wieder ab und an mal, wenn ich Zeit habe und wenn nichts Neues dazwischen kommt. Aber wie gesagt, so eine Runde ist einfach geil. Also ich finde sie geil, ich fand es gut. Mir hat es, wie gesagt, Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch auch. Ansonsten abonnieren, liken und so nicht vergessen. Haut rein. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.